Alles auf bullisch, wie es scheint. Tatsächlich, die US-amerikanischen Aktienmärkte sind bullisch. Wir hatten Asien schon heute stark erlebt, den Nikkei positiv, der DAX positiv, die Amerikaner ebenfalls positiv und darüber hinaus noch so manch anderer Markt, der Crude Oil Future beispielsweise, die Rohölpreise wieder auf dem Aufwärtsast, Gold auf dem Aufwärtsast, Bitcoins auf dem Aufwärtsast, selbst die Zins. Kurve, allerdings gemessen an den Preisen auf dem Aufwärtsast, also Wahnsinn. Alles strebt nach oben, alles geht dem Himmel entgegen. Also kaufen, kaufen, kaufen. Es gibt nichts zu befürchten. Die Notenbank hat schon gesagt, wir fluten das Geld weiterhin in die Märkte. Es gibt keine ganz große Angst mehr vor dem Tapering. Offensichtlich so, zumindest war es teilweise zu lesen, zu hören. Also kann es ja nur nach oben gehen. Tatsächlich spricht auch charttechnisch überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, fangen wir mal kurz mit dem Dow Jones an. Da hatten wir das ja schon angedeutet oder deutete es sich an. Nicht, dass wir das angedeutet haben, die Marktteilnehmer haben das gemacht. Wir haben es nur gesehen natürlich, dass die Abwärtsbewegung eben relativ flach ist im Verhältnis zu der Aufwärtsbewegung und dementsprechend Brüche hier auf der Oberseite, wo auch immer man das jetzt konkret nehmen will, eben die Aufwärtsseite nochmal manifestieren. Und wenn wir uns die Aufwärtsseite hier angucken, ja, es ist nun mal eine Aufwärtsseite. Und im Gegenteil, wenn wir jetzt nochmal so was Ähnliches an Rücksetzer hier bekommen wie das, so lange ist sowieso alles safe. Man kann das auch nochmal ein bisschen, ich mache das mal im 15-Minuten-Chart, dann ist es ein bisschen leichter einmal zu zeichnen, einfach mal so für die Größenordnung. Also ein Rücksetzer dieser Art, wenn das jetzt passieren würde, ob das jetzt von diesem Hoch aus passiert, kann sehr gut sein. Es kann aber auch sein, dass es erst noch ein bisschen weiter klettert. Aber Rücksetzer in dieser Größenordnung, und das ist schon eigentlich ein relativ großer, also alles, was bis dahin geht, würde ja nicht mal mehr hier diese alten Hochs überschneiden, die wir hier hatten. Also, na, muss man auch richtig drücken, dann klappt das auch. So, würde nicht mal dieses hier überschneiden. Das heißt, wir wären dann noch überlappungsfrei. Ich kann das mal so andeuten. Also ein Rücksetzer dieser Art wäre überlappungsfrei immer noch nach oben und würde dann ja erneut nochmal die Aufwärtsbewegung hier wieder einladen, insbesondere beim Trigger hier beispielsweise oder dann eben auf einer kleineren Ebene. Nur wenn der Kurs deutlich größer korrigiert als das hier, also unter die grüne Marke, und dabei bitte jetzt nicht die grüne Marke im Auge behalten von wegen 35.040, die gilt natürlich nur, wenn hier das hoch ist. Nehmen wir mal an, der Kurs macht aber jetzt, jetzt löschen wir das nochmal schnell raus, damit ihr mal seht, worauf wir da immer so achten. Nehmen wir mal an, der Kurs steigt vorher noch weiter. Nehmen wir mal an, der Kurs klettert sogar noch hier ein Stückchen höher. Dann natürlich von dort ausgehend diese Abwärtsbewegung. Ich habe es hier jetzt ein bisschen verhunzt, das zweite Tief hier da. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Es geht also nur, wenn das hoch bleibt, der Rücksetzer. Ja, also ihr müsst den gegebenenfalls dorthin anpassen, wo das hoch dann ist. Also angenommen, der Kurs klettert jetzt erst noch weiter, dann wären Rücksetzer dieser Größenordnung völlig erlaubt und würden einfach nur quasi die Fortsetzung dieses Trends bestimmen, insbesondere wenn er dann darüber geht. Eigentlich also ein extrem bullisches Bild, was auch durch solche Rücksetzer in dieser Größe, also in der adäquaten Größe wie hier vorne, nicht kaputt machen würden. Was wäre doof? Doof wäre im Zweifelsfall, wenn der Kurs eine größere Korrektur als diese macht. Das wäre zumindest mal nicht optimal. Ja, also das wäre etwas, was ja, latent dann zur Sorge geraten würde. Warum ist die Korrektur hier größer als die hier vorne? Also, wie gesagt, nur wenn es unter diese grüne Linie dann jeweils geht, also gemessen vom jeweiligen Hochpunkt aus, wo auch immer das dann entsprechend ist. Das wäre schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Und was auch nicht ein optimales Zeichen wäre, ist, wenn wir dieses alte Korrekturmuster, das war ja von hier bis da, wenn wir dieses alte Korrekturmuster nochmal da, also darin eintauchen, weil dann hätten wir wieder die Überschneidung. Bleiben wir oberhalb der grünen Linie. Ihr wisst jetzt ungefähr, nehmt diese Länge, projiziert die auf das, was hier als Korrektur früher oder später kommen wird. Vielleicht ab jetzt schon, vielleicht aber auch erst später, vielleicht noch ein Stück später. Solange das so bleibt, ist erstmal alles sowieso safe. Und bleibt das auch übergeordnet bullische Bild bestehen. Spannenderweise ist das ein Vorgang, der natürlich genauso für den S&P gilt. Also ihr könnt auch Einfachheit halber, wenn ihr das nicht so mit der grünen Linie machen wollt, messt mal diese Länge in etwa und legt sie hier an. Dann wisst ihr, wenn das hoch bleibt, nehmen wir mal an, der würde jetzt fallen, sind Größenordnungen bis dahin nicht nur nicht schlimm, sondern auch ganz normal. Das sind ganz normale Korrekturen, was wir hier drin haben.
Klettert der Kurs noch weiter, wäre es dann eben von dort ausgehend. Insgesamt also alles sehr, sehr bullisch, sehr, sehr positiv. Es hat hier nach wie vor gleiche Größenordnungen nach unten gegeben. Das sehen wir hier an den Clustern, dass die hier alle ziemlich gleich groß waren. Jetzt geht es halt weiter nach oben. Irgendwann wird es wieder einen Rücksetzer geben. Solange der ähnlich groß ist, ihr seht, das ist jetzt hier auf der kleinen Ebene, aber dieses Prinzip ging hier auch auf Tagesbasis. Solange die Rücksetzer in dieser Größenordnung sind, ist erstmal alles safe, ist alles ja so wie Business as usual. Nur wenn es darüber hinausgeht, sollte man sich langsam Gedanken machen. Und genauso ist es hier natürlich für unsere Intraday-Freunde. Solange das hier in dieser Größenordnung stattfindet, ist alles erstmal safe. Passiert es eine Nummer größer, ja, dann müssen wir wieder aufpassen, ob das Ganze nicht dann eine Stufe tiefer noch nach unten geht. Aber zu erwarten ist das aktuell zumindest nicht aus dem, was der Chart aktuell jetzt hier macht. Also insofern gutes Bild und insofern umso leichter hier auch nochmal über den Nasdaq-Index hier, in dem Fall gemessen am Nasdaq 100 hier NQ als Future darauf, das Ganze aufzufassen. Es ist genau das gleiche Bild. Schubbewegung nach oben. Wenn es wackelig nach unten kommt, so wie hier A, B, C beispielsweise im größeren Bild, wenn das hier vielleicht wieder passiert, in der dann eben grundsätzlich die Trendfortsetzung. Das Spannende ist, weil ja alle Märkte im Moment steigen, klar, es flutet wohl noch eine ganze Zeit lang Geld in die Märkte, ist dieses Prinzip auch auf andere Märkte anzuwenden, zum Beispiel beim Goldkurs, da hatten wir das Ganze ja schon, da ist er noch nicht mal in die Nähe dieser grünen Symmetrielinie hier rangegangen, hat dann jetzt seine fünfte Linie gemacht. Übertragen auf das, was wir jetzt eben gerade bei den Indizes angeguckt haben, sind wir jetzt irgendwo hier. Das heißt, früher oder später wird irgendwo so eine Korrektur mal kommen. Wie gesagt, wenn die in der entsprechenden Größe bleibt, ist alles erstmal safe und dann ist auch mit einer weiteren Fortsetzung nach oben zu rechnen. Das ist relativ typisch. Bei Gold allerdings gibt es jetzt so langsam aber sicher, das ist jetzt kein Riesenwarnschuss um Himmels Willen, aber so langsam aber sicher eine Situation, wo wir sagen, das ist hier eine fünfwellige Bewegung und früher oder später wird auf diese fünfwellige eine Korrektur folgen. Die darf dann auch ein bisschen größer sein, denn das ist ja hier die interne Bewegung und die große, da denkt ihr dran, Fibonacci Retracements, ja, beispielsweise von hier unten gemessen nach da, 38 bis 61,8, ich will es jetzt hier nicht einzeichnen, wir haben das so häufig hier gemacht an dieser Stelle, das kriegt ihr selber hin, wenn nicht, freut euch auf das morgige Video, da werde ich das dann vielleicht mal wieder einzeichnen, also so ein Rücksetzer muss dann auch irgendwann mal wieder erlaubt sein. Also sprich in die Mitte dieser Aufwärtsbewegung zurück. Ich habe das mal hier angedeutet. Hier ist die Alternative mehrfach wackelnd. Hier habe ich es mal als ABC. Welches auch immer von den beiden passiert, es würde im Prinzip verlocken, nachher dann nochmal die Long-Seite wieder einzugehen. Ich habe das hier mal so angedeutet, denn die letzte Bewegung ist schubmäßig. Auch hier bleibt es also vorläufig mal bei einer sehr bullischen Überlegung. Dann machen wir zum Abschluss noch Crude Oil, weil es eben so viele interessiert und ebenfalls ein hübscher Markt ist. Guckt euch mal diesen wunderschönen Anstieg hier an. Träumchen, so sieht ein toller Anstieg aus. Was ich jetzt am liebsten hätte, um glücklich zu werden, wäre eine ABC-Bewegung oder eben eine mehrfach wackelige Bewegung, denn dann kriegen wir das auf jeden Fall nochmal. Kriegen wir das jetzt ganz sicher? Ganz sicher ist ein ganz blödes Ding an der Börse. Ganz sicher kriegen wir gar nichts. Das ganz sicher kriegen wir irgendwas, aber nicht irgendwie was Bestimmtes, denn ihr seht, auch hier war das eine relativ starke Bewegung und auch hier hätte ich mir was Wackeliges gewünscht, um dann long zu gehen, aber er hat nicht wackelig geliefert, er ist ja weiter nach unten, er hat ja immer fallende Hochs hier gehabt, immer wieder fallende Hochs, also gar keine Möglichkeit, hier auf die Long-Seite irgendwie reingetriggert zu werden. Das kann natürlich ja auch passieren, also es ist nicht undenkbar, dass sowas passiert, auch wenn das eigentlich nicht das typische Bild ist, denn eigentlich müsste es dreiwellig sein und das lässt mich hier ein bisschen vermuten, ja, vielleicht ist das eben so aufzufassen. Ist ein bisschen eine Notlösung hier, aber irgendwie sowas in der Art wird es wohl im Nachgang gewesen sein und ihr seht, obwohl ich das im Zweifelsfall gar nicht so genau weiß, es gibt nicht zwingend hier den Grund, hier falsch irgendwie reinzukommen in den Markt. Das ist das, was ich hier als Hoffnung eben mitnehme, dass wir hier, wenn wir eine ABC kriegen, dann das Zwischenhoch, nicht diese roten Linien, die haben damit erstmal nichts zu tun, aber dass das Zwischenhoch dann entsprechend ein Trigger wäre, um nochmal long zu gehen.
Also alles auf Bullish, so wie es im Moment aussieht. Das kann sich natürlich drehen. Wenn es sich dreht, dann brauchen wir steile Bewegungen nach unten und zwar so groß, dass sie diese grünen Linien, die ich vorhin eingezeichnet habe, ihr könnt das mal bei Crude Oil später selber mal ausprobieren, dass es diese grünen Linien durchstößt. Das wäre auf jeden Fall mal ein nicht optimales Zeichen für die bullische Seite. Solange es da oberhalb bleibt, ist es sowieso erstmal safe. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Und liebe Grüße.